Moin da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Portia. Und was? Choose your birthday. Okay. 102, 3. Ah, okay, es sind ja insgesamt nur 4 Monate. Welchen nehmen wir denn? Winter, Herbst, Sommer oder Früh? Was ist das denn hier? Kampfkunstturnier. Tag der Erinnerung. Was nehmen wir denn als Tag? Ich würde sagen, wir nehmen mal so den Sommer. Was haben wir denn hier im Herbst? Landrennen? Herbstfest? Sollen wir einfach mal den Tag hier nehmen? Schön dazwischen? Ja, machen wir, ne? Komm. So, Birthday haben wir gewählt. Und dann können wir ja loslegen. Ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir denn? Wir waren, glaube ich, bei Vorbereitungen. Post, Brief, Brief, Post. Vom Forschungszentrum. Hallo, wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Neuer Bauplan hinzugefügt, jawohl. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte komm pünktlich um 19 Uhr. Bürgermeister Gale. Okay, 19 Uhr müssen wir da sein. Und hallo, wir haben etwas Nützliches auf der Datendisk gefunden, die du uns gestern gebracht hast. Wir müssen noch einiges durchsehen und senden dir die Ergebnisse innerhalb von 2 Tagen zu. Wird das immer mehr? Es ist ja das zweite Mal gewesen, dass wir was eingeschickt haben und schon 2 Tage Wartezeit. Beim letzten Mal war es einmal. Einmal Wartezeit. Was machst denn du hier? Hä? Was machst du denn da? Wow. Einmal gegengeschlagen, patsch ist das Ding direkt im Eimer. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. Wie sieht es denn hier mit Fertigen aus? Wir haben hier noch 6 Holzscheiben drin. Hier haben wir noch 9 drin. Und wie sieht es hier aus? Hier haben wir keine mehr drin. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. Wir haben... oder ist die hier... Langsam checke ich jetzt gerade nichts mehr. Es kam gerade ein Update rein. Ich habe gerade eben das Update gemacht. Wieso zum Henker ist das... Hat sich sonst sowas verändert? Nein. Gut. Also scheint jetzt auf jeden Fall nicht so. So, wir beeilen uns mal eben und gucken mal ganz kurz nach an der Werkbank. Haben wir dort was Neues? Jetzt haben die das dunkel gemacht. Das ist gut. Also wenn man etwas nicht craften kann, dann ist es halt dunkel. Holzkorb. Den können wir machen. Talisman können wir auch machen. Okay. Ja dann. So, wir haben aber doch eigentlich... Oder haben wir nicht? Haben wir nicht missionstechnisch was bekommen? Für diese Plage hier? Auf Baupläne warten. Die haben wir ja bekommen. Aber wo sind sie? Ich klicke mal eben ganz kurz überall durch. Aber eigentlich... Ach, warte mal. Oder sind die hier auf dem... auf der Montagestation? Glaube ich zwar nicht. Aber wer weiß. Doch, Tatsache, Lautsprecher. Und das Ganze hier. Ach du Scheiße. Kupferdraht. Äh.
Einfache Schaltkreise. Okay. Hier auch ein kleiner Silikonchip. Warte mal, was haben wir denn überhaupt? Blaues Leder bräuchten wir hierfür auch noch. Kupferspule bräuchten wir da. Eieieiei. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben aber noch nichts Spezielles. Ne, haben wir noch nicht. Okay. Dann, warte mal. Haben wir hier überhaupt schon Spulen? Kupferdraht haben wir? Also eine Spule haben wir dann nicht. Warte, wir gucken mal ganz kurz. Wir müssen das Ding wahrscheinlich updaten. Ich hätte übrigens mal nachgeguckt bezüglich der Bushaltestelle, die ich mir herausgesucht habe. Die Töfte-Faltestelle. Die können wir, glaube ich, können wir jetzt auf jeden Fall noch nicht bauen. Da fehlen uns noch einige Materialien und einige Aufwertungen. Irgendwie Dingens Level 3 und sowas. Aber wir schauen erstmal hier nach, wie das hier aussieht. Können wir hier irgendwie was aufwerten? Ja, eigentlich nur den Arbeitstisch, ne? Alte Teile fehlen uns dafür, Holzbretter fehlen uns dafür und Goals fehlen uns dafür auch. Okay. Ah, warte. Verbessern. Ah, okay. Hölzerne Spieluhr ist das nur. Okay. Belohnungen. Weiß ich, kriegen wir die Sachen nach Automat? Kupferspule, da ist sie. Kupferspule, Lederhorn brauchen wir wahrscheinlich auch. Fahrersitz. Also Einzelsitz. Ja. Hier ist auch die Kassette. Also wir müssen auf jeden Fall updaten, das Ganze. Und dafür brauchen wir Holzbretter 20 Stück, alte Teile 5 Stück und ein paar Golds. Ich glaube, das Schwierigste wird echt das Gold mit den Golds sein. Ich überlege gerade, wie kriegen wir günstig oder viele Golds? Also mit der Töpferfaltestelle, das werde ich abbrechen. Kann ich eigentlich auch mal eben jetzt machen. Da ich das sowieso nicht hinbekomme. Das hier. Gebe ich das Ganze auf. Das Aufgeben eines Auftrags hat. Auftrags der Handelsgilde hat negative Konsequenzen. Ja, komm. Dann gucken wir mal. Rufpunkte minus 100. Ja, gut. Passt. Alles gut. Das ist alles gut. Dann. Ab da rein und gucken, dass wir jetzt irgendwas hinbekommen, womit wir ein paar Golds verdienen. Ich gehe von 2 Tagen aus. Wenn alles gut läuft, 2 Tage. Um teilzunehmen muss... Achso, muss die Werkstättenrangliste auf C oder höher stehen. Stimmt, da war ja was. Achso, das ist nix. Okay. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt Rufpunkte verloren haben, ist das Ganze gerade negativ runtergegangen. Das sind alles Töftöfs. Aber die kriegen wir noch nicht gebaut. Da fehlen uns noch viele Teile. Und für diese Teile brauchen wir andere Aufträge, die sie da gerade nicht haben. Shit happens. Kann ich hier irgendwie Kredit aufnehmen? Ich glaube nicht, ne? Gut. Dann schauen wir erstmal nach. So, wie viele Teile haben wir denn? Wie viel Holz haben wir denn? Etc. pp. Wir haben 16 alte Teile. Darum brauchen wir uns also erstmal nicht kümmern. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um Holz. Holz und deren Bretter. So, wir brauchen Holzbretter. Ja gut, können wir derzeit erst eins machen. Aber wie man sieht, hier sind ein paar Bäume gelb oder so geworden. Die machen wir erstmal weg. Irgendwann gehört uns vielleicht sogar diese komplette Ecke hier. Glaube ich zwar nicht. Jedenfalls nicht im Let's Play. Jedenfalls nicht in der ersten Staffel. Oder im ersten Jahr. Aber. Ja. Deswegen. Und die gelben, die mache ich ja mal weg. Wer weiß, was mit denen passiert. Vielleicht faulen die ja weg oder so. Und da. Oh, ein bisschen näher rangehen, ne? Da ist es deutlich besser, wenn wir die selber fällen.
Und dann sammeln wir da erstmal wieder was ein. Da unten ist auch noch was. Bei hier, da ist auch noch was gelb. Das sammeln wir mal eben mit ein. 19 Uhr, wir haben jetzt 12 Uhr. 19 Uhr, eine wichtige Bekanntgabe. So, das ist das mit den Geschenken dann, ne? Aber mit den Einkäufen, die man da machen kann. 59 haben wir schon. What the fuck? Was ist eigentlich mit dem, wenn ich die verkloppe? Oh. Hallo, Herr Marienkäfer. Erfahrung, Käferei und Schleim. Ah, komm, machen wir ein paar fertig hier. Ah, komm. Ja, schön. Komm, die anderen beiden lassen wir einfach mal, weil hier nicht. Da, da. Der. Der Baum. La 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 la. Ja, wen können wir denn noch erledigen? Ja, der ist so ein kleiner Winz, so eine kleine Winzportion, da habe ich jetzt keinen Bock mehr hinzulaufen. Hm. Ich geh mal über die Brücke. Lol. Das ist Highspeed. Oh, Fische. Ja, ich wollte angeln. Brauche Angelrute. Boah, Ninja-Rolle. Hier wächst auch wieder alles zu. Was ist ein Scheiß? Aber es wächst. Ich begutachte diese Höhle. Der Bürgermeister will, dass ich hier eine... Mein Gott. Gruselhöhle einrichte. Diesmal kann ich dich nicht reinlassen. Jetzt hätte ich gerade vor dem Bus weggelaufen. Na gut, mir soll es egal sein. Na komm. Wir machen mal so ein paar Schnecken fertig hier. Oh, die sind auf... What the fuck? Die sind auf jeden Fall, sehr aggressiv. Also die halten auf jeden Fall sehr viel aus. Ei, das wird auf jeden Fall spannend. Darüber noch. Weiß nicht, ob von der Höhle aus darüber kommen. Und ich sehe jetzt da keinen Eingang, aber wer weiß. Okay, ne, der ist mir noch ein bisschen zu knüppelig hart. Das ist nicht viel zu lange dran. So, aber hier ist nochmal ein Baum. Ich würde sogar sagen, dass wir mal eben so einen großen wegkloppen. Sind weit da war noch ein gelber. Erstmal hier die Insel gutachten, ne? Hier, Anfang bis Ende. Irgendwas findet sich doch bestimmt. Sag mal, warte, was ist das denn? Harz. Gut, haben wir ja schon. Aber man kann ja nie genug vom Harz haben, ne? Hier auch. Sehr schön. Eine Truhe! Wow. Wie viel halten denn diese Krabben hier aus? Yo. Erfahrungspunkte und Fleisch, alles klar. Oh, die ist ein bisschen heftiger. Ey, greif mich nicht an und hau. Dankeschön. 3 Golds, jawohl. Wenn wir noch ein paar mehr verkloppen, vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Golds übrig. So, ich mach mal den großen Baum hier weg. Wow. Scheiß Baum. Machen wir den hier weg. Wow. Ein bisschen Baumharz, ein bisschen Holz. Hier kann ich ein bisschen was wegkloppen. Das Kleinzeug wächst ja irgendwie hier gefühlt nach. Mein Gott. Hallo. Ah, so, ja, stimmt. Da müssen wir uns jetzt beeilen. 19 Uhr. Weil selbst er rennt jetzt los. Wir sind schneller. Das schaffen wir trotzdem nicht mehr.
Das schaffen wir nicht mehr. Ja, ist halt so, dann kommen wir halt zu spät. Mir auch egal. Nee, schaffen wir nicht mehr. Die Zeit ist viel zu schnell um. Viel zu schnell. Ja, guck mal, 51, 53, ach, hab vergessen. Pünktlichkeit, wer braucht das schon, ne? Ah, die haben schon längst angefangen hier. Doch nicht. Good evening, ladies and gentlemen. Let me talk first and then we can all have pumpkin pie. Was? Wie Kürbissorte? I have several items that I want to discuss today. The first is that thanks to the efforts of the new builder, we now have a bridge to Amber Island. I would advise people not to go into the cave just yet, as there are some unruly creatures inside. I plan to open up the cave as a tourist attraction, eventually. Since the last fireside meeting, I've obtained enough capital to commission the construction of 5 DD vehicles to form the Porsche transportation system. We're in the process of visiting the builders in our town to get them signed up on this project. When this system is complete, Porsche will enter a new stage of rapid expansion and become a beacon of development in the free cities. Auf jeden Fall. Everyone looks forward to it. In other news, we are aware of some theft this week. These actions will not be tolerated in our town. We will investigate this to the end and capture the perpetrator. Must be Huss and Tuss again. These idiots never give up. They stole my favorite book! And my wheel of cheese! Und einen meiner Socken. I hear you, I hear you. We'll get to the bottom of this as soon as possible. Arlo will be spearheading this investigation, so you folks can rest assured. That's all for this time. You all have a good night. Oh, come up and get some of Sophie's pumpkin pie if you want. Auf jeden Fall möchten wir. Dankeschön. Wie alle abhauen. Keiner will Kürbistorte sich vergiftet oder sowas. Die ist nicht gut für uns, ich weiß es. Die macht Magenschmerzen. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Holz gesammelt. Und dieses Holz können wir hier erstmal ganz gut benutzen, um ein paar Holzbretter zu machen. Wir machen einfach mal hier. Stimmt, wir brauchen 20 Stück, ne? Warum auch immer so viele, aber egal. Aber 10 Stück hier. Und wie viel können wir da hier machen? 6. Dann machen wir 6. Boah, hat gerade so gereicht, gerade so gepasst. Voila. Na, ja. Fertigen. Sehr schön, Erfahrungspunkte haben wir auch wieder gesammelt. Das läuft doch gerade ganz gut. Wie viel Geld haben wir? Ja, nicht viel. Vom Bauernladen. Ne, haben wir nicht vom Bauernladen bekommen. Das habe ich woanders herbekommen. Okay, das ist dann erstmal so, wir lassen das erstmal so ruhen. Und wie viel Energie haben wir noch drin? Ein, nicht viel. 3. Aber auch nicht viel. Wir haben aber jetzt auch nichts Dringendes, was man irgendwie machen könnte. Oder sollte. Hier kann man übrigens die Holzkiste bearbeiten. Per Name ist mir vorhin aufgefallen. Ist mir das vorher nicht aufgefallen, ist wundert mich. Egal, wir haben ja ein paar wunderschöne Äpfel. Aroma-Apfel. Apfel. Aroma-Apfel. Apfel. Aroma. Nein. So, Fleisch erstmal da rein. Wir haben hier auch wunderschöne Käfereier bekommen. Manche Fische essen es besonders gerne. Also könnte man theoretisch verwenden, um zu angeln. So, hier noch ein paar Häuser. Wo haben wir eigentlich die ganzen Häuser her? Von denen habe ich doch eigentlich noch gar keine platt gemacht, so wirklich. Jetzt halt vorhin, aber vorher nicht. Nicht, dass ich wüsste. So, haben wir noch irgendwas?
Nee, von der Kiste auf jeden Fall nicht. Wir schauen mal in dieser Kiste vorbei. Hier können wir auf jeden Fall schon mal das unterbringen. Wir haben ein bisschen Glas. Wir haben zwei Steinhacke, die wollten wir uns noch behalten, genau. Seil habe ich noch nicht untergebracht. Das können wir unterbringen. Wir haben wieder ein paar Steine, davon haben wir ja so wenig. Wir haben keinen Platz mehr. Beziehungsweise nicht so, dass man gut sortiert sagen kann. Ich schau mal ganz kurz hier. Hier können wir die Discs unterbringen. Beziehungsweise 5 oder 5 Discs. Nee, die wollten wir sparen, ne? Stimmt, wir bräuchten ja 10 Discs. Lass ich mal drin, dann gehen wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen Stein hacken. Sonst haben wir jetzt nichts, was wir reinlegen können. Aber in der hier haben wir doch bestimmt noch irgendwie. Wieso haben wir gar keinen Platz mehr? Hat mir das hier nicht abgenutztes Fell nicht irgendwo untergelegt? Oh, Seile haben wir untergelegt hier. Aber sonst? Gut, ein Holzbrett, ja gut. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Wir haben 22 Uhr. Das geht eigentlich, ne? Das geht eigentlich. Also die brauchen ja sowieso noch. Vor allem der hier 14 Stunden. Nicht schlecht. Ah, die sind fertig. Warte mal. Status überprüfen. Ist reif. Dann ernten wir das Ganze doch mal. Und dann würde ich sagen, können wir gleich was Neues anpflanzen. Was haben wir denn gerade so? Kürbissamen hätten wir hier. Wir haben Ende Frühling. Ich glaube, Ende Frühling haben wir, ne? Hier, Baumwolle. 14 Baumwolle kriegen wir da raus. Okay. Ah, dann säen wir nochmal hier was, ne? Wunderschön. 4 Tage braucht das immer. Das ist zügig fertig. Muss ich sagen, das ist sehr, sehr schnell fertig. Machen wir auf jeden Fall öfter. Wir machen uns auf jeden Fall hier noch ein Beet hin. Schauen wir mal. Gut. Ja, dann gehen wir mal pennen. Dann können wir nämlich dann zu... Zu wem sollen wir das nochmal bringen? Weiß ich gerade gar nicht, die Baumwolle. Also die fertige Ernte sollten wir ja jemandem zeigen. Da haben wir nämlich die nächste Mission fertig. Und das machen wir mal eben. Eben gucken, wie das mit dem Holz aussieht. Ein bisschen sollte ja schon fertig sein, ne? Genau. Das hier ist komplett fertig, das braucht noch ein bisschen. So. Da ist ja jemand. Da kommt sie gerade auf mich zu, die Emily ist das genau. Wie man Pflanzen anbaut? Fertige ein, Pflanzenkasten, pflanze die Samen, das ist alles. Wow, das sind ausgezeichnete Ergebnisse. Jetzt bin ich überzeugt. Kann ich 3 von diesem Pflanzenkästen bestellen? Bitte schön und danke. Some jerk stole my bucket I used to feed my chicks. Okay. Alles klar. Warte, ich wollte mal was nachschauen. Und zwar hier, an der Kasse war ich noch nie. Ich habe da noch nie geguckt, was gibt's denn hier so Schönes. Oh. Preis ist gerade raufgegangen. Ich kann leider nichts verkaufen, ich habe kein Fleisch dabei. Also würde ich sagen, na komm, kauf doch ein bisschen Fleisch von uns. Aber ist nicht. Warte, hier ist ein Eimer. Hm, keine Ahnung. Können wir trotzdem gleich mal machen. Achso, 4 Vogelscheuchen, alles klar. Nee. Doch. Ich dachte gerade, am Anfang dachte ich, oh, läuft der Emily rum? Weil der Emily hatte doch rote Haare. Wieso ist denn alles so braun dunkel da? Da hatte ich hingeguckt, habe ich die Vogelscheuche gesehen und plötzlich also beim Vorbeiswitchen habe ich Emily gesehen. So, wir nehmen mal ganz kurz Fleisch. Und Milch. Ich gucke gerade sonst noch so. Ich mache das erstmal.
Gehe ich nochmal hin? Ich will mal kurz gucken, kann ich das verkaufen? Wenn ja, für wie viel? Weil das will ich mal unbedingt jetzt wissen. Für wie viel könnte ich das verkaufen? Weil wir brauchen halt gerade Geld, um die Dingens aufzuwerten. Ich kann den nicht verkaufen. Manjo. Was ist hier? Ah, Verkauf. Was können wir denn hier verkaufen? Könnten den hier? Verkaufen? Was haben wir hier? Beute? Bringt jetzt nicht ganz so viel. Das können wir verkaufen, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so. Dünger will ich eigentlich selber behalten. Das Ding auch. Das könnten wir verkaufen. Ja, Fleisch bringt jetzt nicht ganz so viel. Milch auch nicht. Aber ich sag mal, den verkaufen wir noch. Komm, den brauchen wir jetzt nicht. Kopfsalat. Ja, komm. Machen wir gleich mit weg. Sonst möchte ich ja eigentlich alles behalten. Vor allem das hier. So, wir haben ein paar Golds dazu bekommen. Wir sind gerade auf alles Mögliche angewiesen. Wie viel haben wir denn derzeit? Ja, 1400. Wir gucken ganz kurz Missionen. Die Bäuerin, drei Pflanzenkästen, genau. Handbuch. Ah, das haben wir dabei. Dann stimmt ja, das war ja so. Aber wenn man dann nie drauf guckt, dann verschwindet das so aus dem Gedächtnis. Dann weiß man, okay, man, da war mal was. Aber dann weiß man nicht mehr genau, was dann abgeht. Gut, ja, ich wollte mir noch 5 Datendisks besorgen. Oh, wir haben einen Brief. Warte mal, vorher immer eben Holz nehmen. Okay. Vom Rathaus. Komm mal auf einen Sprung herein. Ich habe einen Auftrag für dich. Okay. Ich bereite mich schon mal darauf vor. Ja, funktioniert. Da, Bürgermeister. Der Bürgermeister, nicht Gilde, sondern det, ne? Der Mr. Gale. Hier, Mr. Gale. I've been real busy lately trying to figure out who the town thief is. Davon habe ich gehört. We've never seen anything like it. It's so strange. He's not stealing anything essential, just random trinkets. The fools Huss and Tuss show up once in a while, but they're more interested in big money items. We'll capture him for sure. We're kind folks here, but we'll still uphold our laws. Anyway, enough about the thief. I asked you to come because I want to further develop the cave on Amber Island. That cave used to lead to a ruin, but due to an accident, the entrance was closed. This was some 40 years ago. Since then, there's been various rumors of it being haunted, which is nonsense. But I think it's about time we used it in our favor. The Haunted Cave of Portia. Got a nice ring to it, doesn't it? There used to be a power generator in there somewhere. I'm commissioning you to fix it up and give it some juice. Arlo tells me we'll need to install a removable battery. So go do that. Then I'll get one of the Hulu brothers to get that place running. Ha! This will be a fine tourist attraction. Ja. Ich gehe davon aus, das hat er gerade schon gesagt. Also würde ich sagen, neuer Bauplan hinzugefügt, auswechselbare Batterie. Alles klar. Dann haben wir halt auch eine Batterie. Wir gehen aber trotzdem mal hier rein, denn wir brauchen auch nochmal so einen Auftrag, ne? Irgendwie müssen wir an Geld kommen. Ah, das sieht ja nach normalen Aufträgen aus. Was haben wir hier Schönes? Ich brauche 2 einfache Textilmaschinen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache. 4 Stück Glas. Das könnten wir sogar machen. Das habe ich ja schon fertig. Was ist denn hier? Ich brauche 3 Muschelhalsketten. Was ist das hier? Ne?
Ich brauche 2 einfache Textilmaschinen. Leute, das machen wir. Das machen wir. Bringt ordentlich Cash und dann können wir auch aufwerten.